Wer über Gerüchte erzählt, der sollte vielleicht dann auch irgendwann mal die Fakten sprechen lassen. Und die Fakten haben wir jetzt. Und deswegen gibt es heute nochmal so ein kleines Update-Video zu der neuen DJI Magic Pro. Dieser Finger hat tatsächlich heute mehrfach über den Bestellbutton bei verschiedenen Händlern, wo das gute Teil schon zu bekommen war, gedreht und gewendet und am Ende doch nicht gedrückt. Und warum das der Fall ist, darüber wollen wir jetzt kurz reden. Ich versuche auch wirklich es kurz zu machen, weil eigentlich haben alle schon alles gesagt. Und ich kann sie jetzt auch nicht hier ins Bild halten und sagen, guck mal hier, haha, ich habe sie und das habe ich damit erlebt. Nö, und das ist noch immer meine Mini 2 und da wird sich wahrscheinlich auch erstmal ein paar Tage lang nichts dran ändern. Vielleicht erstmal zu dem, was sich an neuen Fakten ergeben hat, jetzt aus der Präsentation. Tatsächlich sind es 5 Gramm weniger. Also das war ja so ein bisschen die Frage, die ich hier aufgeworfen hatte. Sind es nun genau 900? Dann wäre es ein Gramm zu viel oder ein Milligramm, um noch vielleicht in irgendwelche Bereiche zu kommen, um dann irgendwann vielleicht mit einer Zertifizierung, einer C1-Zertifizierung was zu werden. Nee, es sind tatsächlich 895 Gramm, zumindest für die normale Version. Und 899, wenn man die Cine-Version hat, die hat ja festen Speicher drin, beziehungsweise eine SSD-Card oder SSD-Laufwerk mit 1 TB und kann noch ein bisschen ein Format, nämlich von Apple, das ProRes 422HQ, was für Profis, glaube ich, wichtig ist. Für den Amateur oder auch den Semiprofessionellen ist das wahrscheinlich jetzt nicht so das Wichtige. So. Vielleicht erstmal nochmal kurz, was ist bisher geschehen? Ich habe vor einer Woche ein Video gemacht, da habe ich ganz kurz erwähnt, dass die neue DJI Mavic 3 nicht nur ansteht, alles bekannt ist, fast, weil so gut wie alles geleakt wurde, sondern dass es auch ein paar Probleme gibt. Und das Problem, das sich natürlich jetzt überhaupt nicht gelöst hat, da kam jetzt nicht nur aus dem Hut eine Zertifizierung, ist, das ist eine Bestandsdrohne. Das heißt, sie darf also nur, wenn man zumindest bis auf 50 Meter an Menschen ran will, mit einer A2 Fernpilotenlizenz geflogen werden. Und ab dem 01.01.2023 fliegt sie dann raus aus diesem A2-Bereich und fällt dann da rein, wo auch die anderen, die keine Fernpilotenlizenz haben, mit dem Ding umgehen können, nämlich 150 Meter vor der Stadtgrenze und dem Ortsgrenze oder vor allem, wo irgendwie urban Menschen so sind. Where no man gone before, also wo man vielleicht noch alle halbe Jahr mal Captain Spock, beziehungsweise Captain Peak, nee, wie heißt er? Captain Kirk und Spock dann treffen würde. Ja, nee, also das will man in der Regel nicht, es sei denn, man ist wirklich sehr auf Felder spezialisiert, dann kann das vielleicht was werden, aber bitte auch keinen Bauern in die Nähe kommen, der muss so weit weg sein, dass er eigentlich auch nicht auch nur ansatzweise auf die Idee kommt, da mal in die Nähe zu kommen. Lange Rede, kurzer Sinn, also das gute Teil muss man sich schon überlegen, wenn man legal fliegen will, ob das denn überhaupt das Richtige für mich ist. Und da ist, gehört auch dazu, jetzt haben viele in den Kommentaren oder mehrere geschrieben, ja und die Gesetze, da muss man jetzt ja auch nicht an alles halten, kann man natürlich so sehen, man muss natürlich auch zugeben, es kommt im Leben wahrscheinlich öfter vor, dass man Gesetze dann dagegen verstößt, der ein oder andere ist vielleicht doch mal irgendwo in der 50er-Zone 55 gefahren oder bei 80 runter bremsen bei der Autobahn, wo dann da irgendwie eine Baustelle ist, noch 85 gefahren. Aber was man sich immer auch noch in Gedächtnis rufen muss, das Problem ist dann auch noch der Versicherungsschutz. Ich habe zumindest gesehen, bei den Versicherungspolicen, die ich so mal geguckt hatte, Helden zum Beispiel oder andere, da ist so auch bei der Vollkasko und auch bei der Haftpflicht durchaus mit eine Klausel mit drin, wo es, glaube ich, auch darum geht, dass man bitteschön dann auch da geflogen ist, wo man durfte. Und wenn nicht, kann das mit dem Versicherungsschutz wohl schon ein bisschen problematisch werden. Und das kann wirklich haarig werden, wenn das Ding einem jemandem auf den Kopf fällt, der dann wirklich schwer verletzt ist oder vielleicht aufs Atomkraftwerk das Ding explodiert. Naja, kann. Gut. Man kann sich vorstellen, worum es geht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man hofft natürlich immer noch, dass es vielleicht irgendwann mal was wird, nachträglich noch mit einer Zertifizierung, dann haben wir die Probleme deutlich geringer. Dann kann man nämlich zumindest sogar Menschen fast überfliegen, wenn es mal nicht bezweckt war und kann sogar vielleicht noch ein bisschen näher ran und. Das ist aber alles nicht der Fall. Ob das jemals kommen wird, ist sehr, sehr fraglich. Es gibt erste Gerüchte übrigens, habe ich jetzt gelesen, dass man wohl diese Frist mit dem 01.01.2023 vielleicht verlängert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das auch nur zu ansatzweise zu halten ist, weil Zertifizierung wohl, wenn überhaupt, im Laufe des nächsten Jahres erst erfolgen können und vielleicht sogar erst am Ende des Jahres. Man sieht aber, dass sie hier eben DJI viel in diese Richtung hofft, weil nicht nur die Gewichtszahl stimmt, sondern im Gegensatz zum Datenblatt jetzt nicht nur die, da glaube ich war es noch 22
Meter pro Sekunde geschafft werden, sondern jetzt im Sportmodus nur 19. Das ist genau das, was für eine Zertifizierung gerade noch zulässig ist. Und es gibt auch einen Langsamflugmodus mit 5 Meter pro Sekunde, der Cine-Modus. Also auch das wäre tatsächlich im Rahmen dessen, was man für diese Zertifizierungen doch ganz gerne dann dabei hätte. So, was ist denn cool an dem Teil? Weshalb habe ich überlegt, sie mir tatsächlich zu kaufen, obwohl sie verdammt viel Geld kostet, nämlich 2.100 rund in der einfachsten Version. Ja, immerhin, der Akku hält ja dann wohl 45 Minuten. Ja, also in Realität wären es dann wahrscheinlich doch eher 35. Aber man muss nicht so oft wechseln. Ist für mich jetzt aber auch nicht so der ganz große System-Seller, weil sonst kauft man sich eben zweiten Akku und wechselt. Ja, sei denn, man muss dauerhaft filmen und fotografieren. Wenn das so das Hauptaugenmerk ist, dann ist natürlich längere Flugzeit gut. Ansonsten ist es nur eine kurze Unterbrechung. Also das, da kann man ja durchaus was drunter machen. Aber wenn man dann dieses Fly More haben will, da sind wir hier schon bei knapp 3.000, 2.800, 2.900 und ich habe es ja irgendwo hier auch aufgeschrieben. Genau, 2.800 und dann sind wir bei 4.800, wenn man diese Cine-Version mit der eingebauten SSD, dem 1 Terabyte haben möchte und eben auch mit dem anderen Format, mit dem ProRes 422. Also da ist schon richtig ordentlich Asche hinter. Dazu kommt vielleicht ja bei dem einen oder anderen, wenn man schon so teuer eine Krone hat, dann auch eine Versicherung. Da kann man natürlich CareRefresh nehmen. Das kostet für ein Jahr 239. Auch ordentlich. Man kann auch eine Vollkasko, ich habe gesehen, so bei Helden, glaube ich, 170 rund, abschließen, die wahrscheinlich, ich bin kein Versicherungsvertreter, ich habe nur so überflogen, ähnliche Schutz dann vielleicht bieten könnte. Das ist unterschiedlich, was man dann zuzahlen muss und so, beschäftigt euch selber damit. Aber es ist, man muss nicht CareRefresh, glaube ich, nur nehmen, es gibt auch noch andere Varianten. So, aber das Coole ist eigentlich, oder sind die Kameras. Das heißt, die Hauptkamera, die Hasselblad, eine Four-Third-Kamera, also 4/4, also mehr als 1 Zoll deutlich größerer Sensor, noch kein APS-C, also noch nicht das, was wir so bei den typischen Spiegelreflex der früheren Zeit haben und er ist recht kein Vollformat, aber auf dem Weg dahin. Das hat 20 Megapixel, das gute Teil, kann auch 5,1 im Film machen, K. Dann auch, das ist eigentlich vielleicht sogar noch spannender, als ob es 501 oder 4K sind oder was, dass da sogar Wildwiederholungsraten nachher bis zu 200 Bilder pro Sekunde möglich sind. Damit lassen sich wunderschöne Zeitlupe-Geschichten machen. Also da ist richtig ordentlich was hinter. Und ich glaube, selbst bei 4K geht das da in die 100er-Bereiche, in den 100er-Bereich. Also das ist schon nett, wenn man das für Filme eben gerne haben möchte. Dann gibt es die Sensoren. Die haben sich nochmal wieder wohl, so wie sie es darstellen, deutlich verbessert. Das Ding hat wohl auch so ein bisschen KI. Das heißt, wenn es irgendwo längs fliegt, versucht es wohl die Gegend so ein bisschen eine Karte zu erstellen. Und wenn es denn doch zum Home Run wird, zum Rückkehr, dann soll er wohl das daran sich orientieren und dann wohl nicht immer erst nur hoch und ganz rüber und wieder runter, sondern auch energiesparend, damit man auch wirklich zurückkommt, dann den einfachsten Weg wieder wählen. Vielleicht den einfachsten, aber den kürzesten. Ob das klappt? Keine Ahnung. Da müssen wir wahrscheinlich die Tests noch abwarten. Es gibt zwar erste, aber ich habe davon noch nichts gesehen. Das eigentlich Coole, und da kommen wir jetzt ein bisschen in den Bereich, weshalb ich mit diesem Finger jetzt nicht bisher auf Bestellen gedrückt habe, ist, dass sie eine zweite Kamera hat. Eine kleinere. Und das ist das, was mich so ein bisschen noch abschreckt von dem Ganzen. Davon habe ich mir am meisten erhofft. Siebenfach Zoom, ja, ein bisschen kleinerer Sensor, 0,5 Zoll wohl, was natürlich schon deutlich kleiner ist. Wir haben 4/4 Zoll zu 0,5 Zoll. Und was dazu noch kommt, sie hat dann auch nur noch 10 oder 12 Megapixel, glaube ich. Wo habe ich sie denn aufgeschrieben? Also deutlich geringe Auflösung. Das muss jetzt nicht so ein Drama sein. Das ist 12, ich glaube, es war 12, ist wie beim iPhone. Da kann man schöne Fotos und auch ein größer durchaus mitmachen. Nur, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, ist, wie DJI damit umgeht, mit dieser Zweitkamera. Sie wird nämlich nicht promotet als, guck mal hier, kannst auch noch tollere Fotos machen, wo du nicht so nah ranfliegen musst, sondern kannst von ferne auch schöne Fotos machen oder Videos. Sondern sie wird vor allem so als Spotter, als Möglichkeit gewesen zu sein, wenn man irgendwas überwachen will oder irgendwie jeden von irgendwas sehen will, näher ran zu zoomen. Und dann machen sie auch eher Werbung nicht mit den 7-fach, was ja gar nicht 7 ist, sondern glaube ich 6,5, sondern mit 25-fach. Und da kommt dieser ganze Digital-Zoom-Mist rein, der eigentlich, wenn man fotografieren will, einem völlig Banane ist, weil
Das ist dann auch nur ein aufblähender Pixel. Das hilft einem in der Realität nicht. Das kann man zu Hause auch. Einfach Bildvergrößerung. Dafür brauche ich nicht eine DJI-Drohne. Das mache ich mit dem Bild selber. Also wichtig ist mir der optische Zoom, weil da sollte normalerweise von den Bildinformationen nichts flöten gehen. Tut es hier natürlich schon, weil der Chip viel kleiner ist, die Auflösung kleiner ist. Aber da bin ich erstmal noch abwarten, wie diese Bilder und Videos nicht doch sind. Weil eigentlich wird es wohl die Kamera dort nur so bedient, dass ich ranzoome. Dann hat man irgendwann so einen kleinen Klick, wo dann auf die andere umgeschaltet ist und dann zoome ich weiter. Das heißt, es gibt wohl keinen, so sah es jetzt erstmal aus, Schalter, wo ich einfach sage, ich will jetzt mit der filmen und zwar in der besten Qualität. Und dann nicht so rantast. Und das zeigt schon, dass da wohl, Achtung, Vorsicht, alles nur so aus Videos bisher zusammengereimt, dass das Ganze nicht darauf wirklich ausgelegt ist, dann den Fotografen und Videografen glücklich zu machen. Und wie gesagt, das hat mich ein bisschen irritiert, dass das so von DJI gesehen wird. Ja, ansonsten haben wir noch, was mir eben auch fehlt bisher, aber das scheint sich wohl in nächster Zeit relativ bald zu lösen, dass der Panorama-Modus noch dazu kommt oder dieser 360-Grad-Modus, wo der Himmel so ein bisschen natürlich geraten werden muss, weil er nicht ganz so hoch mit dem Gimbal kommt. Aber nichtsdestotrotz, das finde ich bei der Mini hier cool, drücken und der fährt einfach den kompletten Bereich einmal ab und dann habe ich danach ein schönes 360-Grad-Bild, wo ich mich drin umgucken kann mit einer Oculus oder ähnlichem. Und das soll wohl softwaremäßig noch nachgeliefert werden. Da schauen wir mal. Was ganz cool ist, ist, dass die große Kamera zumindest die Möglichkeit hat, noch verschiedene Blenden einzustellen. Da fangen wir bei 2,8, glaube ich, an und das geht bis 11, glaube ich, so ungefähr hoch. Das ist dafür interessant. Man macht da jetzt ja keine Porträts, wo man sich freut, jemanden freizustellen, sondern das ist dafür interessant, um, wenn es denn wirklich mal hell ist und man den ND-Filter gerade zufällig mal nicht drauf gemacht hat oder selbst mit dem es zu hell wird, dass man dann noch ein bisschen abblenden kann. Sprich also, alles ein bisschen kleiner, höhere Blendenzahl, kleineres Loch, weniger Licht und damit vielleicht bessere Bilder herstellt. Also nicht eine feste Blende, das ist bei der Zoom-Kamera. Die hat eine feste Blende von 4,4. Ah, das ist schon wieder, wenn man nachts filmen will, ein bisschen viel. Ansonsten kann es ein bisschen wenig sein. Also wie gesagt, auf die muss man, glaube ich, noch mal so ein bisschen gucken. Was mir übrigens völlig egal ist, ist, dass ich damit 15 Kilometer weit fliegen kann angeblich. Was soll das? Also für uns in Europa ist das doch völlig Banane. Weil damit kann ich doch, was soll ich denn da? Also nach dem Recht muss ich immer das Ding noch sehen können. Zumindest muss ich es nachher noch sagen können, dass ich sie irgendwie gesehen habe. Und bei 15 Kilometer, da glaubt mir, also auch bei 10 oder bei 5 oder ich glaube schon ab einem Kilometer wird das eng, da noch irgendwas gesehen zu haben, auch wenn sie ein bisschen größer ist, die Lampen wohl auch ein bisschen besser sind, als es jetzt bei einer Mini ist. Aber das ist schon, ja. Also insgesamt soll sie wohl 30 Kilometer mit einer Ladung fliegen. Also ich bin eher so ein Flieger, der hochgeht, dann Fotos, Videos macht, vielleicht noch mal so ein bisschen sich im Umkreis bewegt, aber dann eher im Bereich von 500 Metern, vielleicht auch knapp einen Kilometer. Also die 15, da hätte ich auch ehrlich gesagt viel zu viel Panik vor, dass ich das Ding nie wiederfinde und dann irgendwann in der Zeitung davon lese, also weil da irgendwas Schlimmes passiert ist. Ja, gut, also daran merkt man, ich habe es mir noch mal länger überlegt und komme doch immer mal wieder ins Grübeln. Ob sich dann vielleicht doch die R2S ist, da könnte vielleicht sogar noch mehr mein Heil sein, kostet ja auch nur die Hälfte und macht auch schöne Bilder, wie man so hört und das, was ich hier gerne möchte, auch eher nachts. Also mal gucken. Wovon man sich allerdings überhaupt nicht blenden lassen sollte, sind die coolen Werbevideos, die sie jetzt hochgeladen haben. Insbesondere das Vorstellungsvideo, wo sie mal so zeigen wollen, was diese coole Drohne denn so alles kann, wo dann durch Wüsten geflogen wird, an Wasserfällen längs und durch irgendwelche Canyons und was weiß ich. Großteils glaube ich, wenn die da geflogen wäre, so viel hätte man in diesen Videos auch nicht Unterschiede gesehen, weil bei schönem Licht, da macht die hier auch richtig klasse Aufnahmen, Videoaufnahmen. Also ja, da muss man sich dann auch so ein bisschen natürlich eher dann psychologisch davon lösen, dass diese Aufnahmen deswegen beeindruckt sind, weil die Locations cool sind. Hätten sie dann mit der gleichen Drohne das dann in Wanne-Eickel hinterm Bahnhof gedreht, muss man sagen, da wäre es wahrscheinlich auch nicht ganz so begeisternd gewesen, wie es da jetzt dann so dargestellt wurde. Also da ist dann eher die Form das, was die Leute begeistert, als dass der Inhalt da wirklich einen weiterbringt. So, das war es jetzt mit meinem Eindruck.
Viel mehr werde ich erstmal in nächster Zeit wahrscheinlich über die Drohne nicht erzählen können, weil ich sie nicht habe. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn ich sie mir so schnell hole. Wenn doch, ich bin da manchmal auch wankelmütig, dann kann ich gerne hier davon auch noch was berichten. Aber das haben ja eigentlich dann auch alle anderen wahrscheinlich schon gemacht. Und vielleicht hole ich sie mir auch nur geliehen. Es gibt ja so Anbieter wie Gopher und andere, wo man ja solche Sachen dann 2-3 Monate sich einfach mal leihen kann. Kostet natürlich auch Geld, aber... Und dann hat man wenigstens einen Eindruck davon, nutze ich die auch wirklich oder nehme ich doch eigentlich die Mini, weil ich mit der in viel mehr Situationen, gerade so in Städten und so weiter, machen kann und darf, als ich mit der, wo ich dann wahrscheinlich eher auf dem platten Land mal trotzdem vielleicht schöne Aufnahmen mache, aber dafür sich dann auch nicht 2.100 Euro lohnen. Und gibt es Leute, die mir dafür wo es dann irgendwie Interesse gibt, dass ich bei denen das dann mal für Geld machen sollte? Das ist, glaube ich, sowieso die große Frage. So, mit diesen schönen großen Fragen sind wir für heute erstmal durch. Dann sehen und hören wir uns hoffentlich bald wieder hier. Das wird ja hier fast schon zum Drohnenkanal, weil es steht noch mein kleines Video, meine Erfahrung mit dem FPV, also mit der Brille, also mit der VR-Brille quasi gefühlt auf dem Kopf fliegen mit DJI. Die Erfahrungen, die stehen noch aus, wie gesagt. Und die werde ich hier dann nochmal in den nächsten Tagen irgendwann zeigen. Ja, einmal will ich es auch nochmal testen und dann zeige ich es, glaube ich. Man muss ja auch mal einen Spotter dabei haben. Den muss man ja auch erstmal bezahlen können. Ja, gut, das war ein Thema von dem anderen Video. Bis bald und tschüss. Beziehungsweise schreibt mal gerne, wenn ihr denn euch für diese Drohne interessiert habt. Habt ihr sie euch geholt? Wollt ihr sie euch holen? Weil irgendwie war das an diesem Freitag so das einzige Thema, was ich so in den ganzen Foren gelesen habe. Und bin da jetzt also von den völligen Verächtlern, die sagen, da mir reicht doch mein Holzklotz, den ich da in die Luft werfe, mit einer GoPro 1, bis hin zum, habe ich mir natürlich sofort heute Nacht um 3 geholt. Ja, da muss man standhaft sein oder vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Bis bald dann und tschüss.